Sag bitte nochmal, wie alt du bist. 43, nein, 44. 44 Jahre und fährt seinem Sohn davon. Davon. Leute, was geht? Ich sitze hier völlig erfroren bei Yannick Hammes im Bus. Da ist Yannick Hammes. Wir sind heute in Berfelden. Da hat nämlich heute spontan der Lift der Bikepark auf und das ist mega geil, mitten im Winter im Bikepark fahren zu können. Deshalb sind wir hier hingefahren. Der Guido ist auch da und sein Sohn Paul. Und wir haben 1 Grad oder so und ziehen uns gerade um, sind gerade angekommen und fahren jetzt schön im Bikepark. Ich freue mich. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an den Boy, den Franz. Das erste und letzte Mal hier in dem Bikepark war ich mit ihm. Falls ihr das Video dazu noch kennt oder nicht kennt, oben rechts verlinkt. Ja, freue mich wieder hier zu sein, weil der Park wirklich sehr cool ist. Beim letzten Mal mega Spaß hier gemacht und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Strecken es hier gibt. Wir haben uns das letzte Mal die ganze Zeit verfahren. Und vor mir da seht ihr den Guido und den Paul. Woher kenne ich diese Melodie? Ich nehme das Lied vom Tod, ist das auch, oder? Nee. Ja, doch, klingt so. Ja, ich nehme das Lied vom Tod. Okay? Okay. Okay, super. Alles gut? Ja. Weggerutscht, oder was? Ja. Was? Hier in Ostschau wie in Kanada, ne? Ja, Guido Melsenbach fährt ohne Luft im Dämpfer.
Ja, und die Tables sind gesperrt. Schade. Guck, wie es passt. Ich weiß halt die Geschwindigkeit nicht. So, Herr Hammes, wie ist denn dein erstes Mal im Bikepark Bärfelden? Ja, die Trails sind toll. Wir haben eine tolle Zeit, obwohl es arschkalt ist. Ich habe genug gesnackt, ja. Ja, ich komme kaum noch berghoch. Ja, also kommt alle vorbei, kann man eine tolle Zeit haben. Ja. Und ja. Und gleich, wie beeindruckt bist du von hier dem Daredevil vor uns, dem 44-Jährigen? Ich kann nicht glauben, dass ich überhaupt mitfahren darf in so einem, mit ihm zusammen Trail. Ja, deshalb schalten wir jetzt auch gleich mal auf die Kamera von Daredevil. Sag bitte nochmal, wie alt du bist. 43, nein, 44. 44 Jahre. Und fährt seinem Sohn davon. Ja, davon. Zeitweise. Jetzt fahren wir hinter Daredevil Guido hinterher. Der krasse Typ, der jetzt auch eine Kamera vorne hat. Nice von Guido. Vielen Dank. Sehr geil. Es war der gemütliche Tag. Im Bikepark Bärfelden, richtig gemütlicher Wintertag, hätte man auch mit Jogginghose fahren können. Heute war sehr entspannt, gemütlich und cool, dass das möglich ist, hier mitten im Winter mal mit dem Lift zu fahren. Also großes Lob an Bikepark Bärfelden. Falls ihr noch nie hier wart, fahrt hier unbedingt mal hin, egal welche Könnerstufe, macht mega Spaß hier. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein. Bis dann. Tschö, tschö.